Die Steiermark. Sie wird gerne als das grüne Herz Österreichs bezeichnet und bildet das zweitgrößte Bundesland der Republik. Auf der letzten Etappe meiner Radreise wollte ich mir von der herrlichen Natur unseres Nachbarlandes ein eigenes Bild machen. Ohne einer bestimmten Radroute zu folgen, wusste ich nicht ganz, was mich erwarten würde. Eine Entdeckungstour durch Österreich. Nachdem ich von meiner Heimat in Thüringen aus gestartet war und nach 5 Tagen die Alpen überquert hatte, folgte ich dem Trauradweg durch Kärnten bis Slowenien. Nach einem Ruhetag in Maribor wollte ich nun weiter durch die Steiermark und durch Oberösterreich fahren, bis nach Salzburg, dem finalen Ziel meiner Reise. Es sollte eine abwechslungsreiche, nicht nur von Natur geprägte Reiseetappe werden. Meist ließ das trübe Wetter die Farben der Landschaft blass erscheinen. Einem plötzlichen Temperatursturz folgte ein stetiger Dauerregen, dem ich versuchte zu trotzen. Doch dieses Mal konnte ich ohne Zeitdruck radeln, meine Touren spontan gestalten und mich darauf freuen, an den letzten beiden Tagen Gesellschaft zu bekommen. Und jetzt wünsche ich euch, wie immer, viel Spaß! Nach einem ausgiebigen Frühstück in meinem Hotel stieg ich nun gestärkt wieder aufs Rad. Das erste Ziel war die slowenisch-österreichische Grenze und nach wenigen Kilometern und etlichen Höhenmetern fand ich mich erneut von einer herrlichen Landschaft umgeben. %, sind doch dann einfach etwas zu viel mit dem Gepäck. So, wir kommen zum dritten Teil meiner Radreise-Videoserie durch Österreich, Slowenien, Italien und so weiter. Hier ist der Grenzübergang zu Österreich. Sieht das ein bisschen unspektakulär aus. Das liegt daran, dass ich mich entschieden habe, nicht die offizielle Radroute über den großen Grenzübergang direkt an der Autobahn zu nehmen. Da hätte man jetzt die ganze Zeit Bundesstraße auf slowenischer Seite fahren müssen. Es gibt hier einen kleinen Bergpfad, ebenfalls über die Grenze drüber, den bin ich jetzt gefahren. War landschaftlich auch um einiges reizvoller, denke ich mal. Aber auch um einiges anstrengender. Genau, also ich fange ja direkt das Video keuchend an. Mal sehen, wie es endet. Ja, jetzt sind wir wieder in Österreich. Ich sage Adio Slowenia und es hat mir ziemlich gut gefallen hier, kommt bestimmt mal wieder. Ja, aber jetzt erstmal geht's weiter Richtung Graz und mein Campingplatz ist heute nördlich gelegen von Graz in einem Ort namens Frohnleiten. Das sind jetzt noch ungefähr 100 Kilometer. Mit einigen Aufstiegen, aber ansonsten geht es eigentlich nur sacht nach oben. Jo, also dann, es wird wieder aufgesattelt und weiter geradelt. Steil führte mich mein Weg bergauf. Doch der wenig später auftauchende Ausblick auf die Weinberge war diese Anstrengung wert. Ein großer Spaß war es hier zwischen den Hängen mit dem Rad herunterzusausen. Diese Art der Grenzüberquerung kann ich sehr empfehlen. Unten fand ich mich auf der Straße des eigentlichen Grenzübergangs wieder. Auch hier bereute ich die Wahl meiner Alternativroute nicht. Wenig später stieß ich auf den Murradweg, welcher den Hauptbestandteil der heutigen Tour darstellen sollte. Leider führt der Radweg oft vom Fluss weg und verläuft über Dörfer und Landstraßen.
So, ich bin jetzt ungefähr 10 Kilometer vor Graz. Ich bin jetzt, als es das erste Mal möglich war, auf die rechte Seite der Mur gefahren. Ja, ist hier auf jeden Fall um einiges schöner. Der Untergrund ist etwas kiesiger, dafür ist hier alles naturbelassener. Man ist näher am Flussauengebiet auch. Ja, der Weg davor hat mir jetzt teilweise nicht so gut gefallen. Da ist man über viele Dörfer gefahren, indem man ständig darauf hingewiesen wurde, als Radfahrer bitte hintereinander zu fahren. Also man wurde immer wieder daran erinnert, dass man ja eigentlich hier bloß Verkehrsteilnehmer der zweiten Klasse ist und bloß nicht da die heiligen Autofahrer stören soll. Wird natürlich völlig der Fakt vergessen, dass die meisten gerne Rad fahren, zu zweit oder zu dritt, dass das auch eine soziale Komponente hat. Nicht unbedingt das, was ich jetzt gerade mache, aber ich meine, im Auto sitzt man auch nebeneinander. Warum sollte man das auf dem Fahrrad nicht dürfen? Ne? Ganz einfach. Zudem waren da sowieso kaum Autos unterwegs, also ich weiß auch nicht, wen man da ständig stören sollte. Ja, dann war da noch so ein Schild zum Beispiel, Inlineskaten hier verboten, weil Ausfahrt. Ja, diese Leute, die solche Schilder aufhängen, das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich beschweren, dass die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind. Aber gut, genug dazu, es hat eigentlich gar nichts mit dem Weg heute zu tun. Ja, es ist extrem warm heute. Also richtig schwül, es werden heute so die 29 Grad, obwohl es eigentlich die ganze Zeit immer so ein bisschen bedeckt ist. Hier springen überall kleine Eidechsen rum und Samstag werde ich wahrscheinlich Begleitung haben für die letzten beiden Touren. Das sind aber noch zumal zwei recht kurze Etappen. Genug gelabert, jetzt pfeife ich mir einen Riegel rein und dann geht's weiter nach Graz. Die Strecke wurde jetzt um einiges interessanter und je näher ich Graz kam, umso besser wurde der Radweg. Die Landeshauptstadt der Steiermark und zweitgrößte Stadt Österreichs hat mich sehr beeindruckt. Die prachtvolle Architektur und das viele Grün bilden ein harmonisches Zusammenspiel und auffallend viele Menschen sind, wie ich, mit dem Fahrrad unterwegs. Eine Stadt, die ich mir ein anderes Mal gerne noch genauer anschauen würde. Hinter Graz wurde das traumhafte Bild durch viele Bundesstraßen und erste Anzeichen von Industrie und Bergbau ein wenig getrübt. Trotzdem ließ es sich hier sehr gut radeln und wenig später fand ich mich auf ruhigeren Wegen mit tollen Ausblicken wieder. Jetzt ist es auch immer schon dunkel. Ich bin auf meinen Campingplatz angekommen, was eher eigentlich so ein Hinterhof ist von so einem Häuschen, von einem Gasthof. Bin umzingelt von Campingwagen. Ja, also der einzige mit Zelt. Ja, war heute wirklich eine anstrengende Tour, was vor allem im Wetter lag. Es war extrem schwül. Allerdings war es heute auch die letzte Tour über 100 Kilometern. Die nächsten werden um einiges gemächlicher, wobei morgen mal ziemlich viele Höhenmeter anstehen. Das Wetter soll jetzt auch deutlich schlechter werden. Heute Nacht soll es anfangen zu regnen und morgen ja sehr unbeständig sein mit gewitterigen Schauern. Notfalls kann ich immer noch den Zug nehmen. Wir werden sehen, wie es morgen ist und in dem Sinne bis morgen. Nach einer regnerischen, aber ruhigen Nacht unter einem Apfelbaum packte ich meine Sachen und schwang mich auf mein Fahrrad. Zunächst durchquerte ich die Ortschaft Frohnleiten, um daraufhin weiter dem Moorradweg zu folgen, der hier mit einem landschaftlich wunderschönen Streckenabschnitt glänzt.
Entlang einer Bahnstrecke, mit dem Blick auf die grünen Berge gerichtet, konnte ich gut gelaunt in den Tag starten. Ja, hallo vom 12. Radreisetag, beziehungsweise jetzt sind eigentlich schon 2 Wochen vergangen, seitdem ich in Ilmenau gestartet bin. Ja, ich bin jetzt schon wieder 30 Kilometer unterwegs gewesen, bin jetzt am ersten großen Checkpoint in Bruck an der Mur, eine wirklich, wirklich nicht schöne Stadt. Sehr viel Industrie hier, macht hier keinen Spaß durchzufahren. Aber gut, jetzt habe ich hier einen Sportplatz gefunden. Hier gibt es eine kleine Fußballarena, da habe ich mich jetzt mal hingesetzt. Jetzt gibt es erstmal Brötchen und Liptower-Aufstrich. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie das Wetter heute so wird. Und dann schauen wir mal weiter. In Leoben verließ ich den Moorradweg. Vorbei an Plattenbauten und einem Stahlwerk ging es nun wieder bergauf. Hier hatte ich erneut mit heftigen Steigungen zu kämpfen, doch wie üblich wurde ich für die Mühe belohnt und konnte einen wunderbaren Fernblick und eine schöne Abfahrt zum Trabocher See genießen. Hier wechselte ich auf den sogenannten Rastlandradweg, dem ich ab jetzt folgen würde, der mir aber leider nicht nur freudige Erlebnisse bescheren sollte. So, kleines Update. Es sind 61 Kilometer gefahren. Es sind noch 20 Kilometer bis zu meinem angepeilten Ziel. Ich werde wahrscheinlich das letzte Strecke jetzt halbieren. Und nur bis zu einem Ort davor fahren, da gibt es eine ziemlich günstige Unterkunft. Also nicht nur, dass es nur am Regnen ist, die Strecke heute wirklich nicht so schön ist, bis auf ein paar Ausnahmen. Soeben wurde ich auch gerade das zweite Mal von einem Hund verfolgt. Muss jetzt zweimal wegjagen, aber der gerade eben, das war ein großer Schäferhund. Der hat sich jetzt nicht so beeindrucken lassen. Zum Glück hat er dann nach ein paar Metern dann aufgegeben. Jetzt, weil ich überhaupt nicht reingestrampelt bin. Ich meine, das ist so etwas, damit hätte ich jetzt in Slowenien gerechnet oder so, als ich da über diese Bergdörfer gefahren bin. Aber jetzt nicht unbedingt in Österreich. Ich hatte jetzt hier auch mehr Umleitung als bisher sonst üblich auf dem Radweg. Alles auch nicht so genau ausgeschildert. Dann natürlich viel Industrie, wo man durchfahren musste. Jetzt wird es gerade besser, weil ich jetzt vom Moorradweg abgewichen bin. Und naja, der Regen, der soll heute nicht so schnell aufhören. Und heute Nachmittag soll es noch gewittern, es ist nämlich schon relativ warm. Über die Nacht soll es abkühlen. Morgen dann trotzdem zwar die ganze Zeit weiter regnen, aber die Gewittergefahr wird dann bei weitem nicht mehr so hoch sein, weil es einfach zu kalt ist. Naja, gut, das wollte ich jetzt unbedingt machen, also muss ich jetzt auch durch. Noch etwas aufgewühlt nach den beiden unerwarteten Konfrontationen mit den Hunden, fuhr ich die restliche Strecke an der dröhnenden Autobahn entlang.
Obwohl der Tag so positiv begonnen hatte, zählt für mich diese Tour zu den Tiefpunkten auf der ganzen Reise. Eine freudige Überraschung erlebte ich an meinem Zielort Mauthorn, der sich als malerisches Dorf entpuppte. Die phänomenale Szenerie der Umgebung ließ mich auf einen Spaziergang wieder aufatmen und den Kopf frei bekommen. Willkommen in Mauthorn in der Steiermark. Hab hier eine Pension bezogen. Es ist jetzt schon der nächste Morgen, war gerade beim Bäcker. Ja, und brauche Pension, einfach weil es ja keine Campingplätze in der Nähe gibt. Also der nächste wäre bei Leoben gewesen, wo ich gestern durchgefahren wäre, oder hätte ich heute ein bisschen mehr strampeln müssen, aber die Unterkunft hat jetzt ja auch nur 35 Euro für ein Doppelzimmer gekostet. Von daher ist das zu verkraften. Heute fahre ich nach Steinach. Das sind jetzt, glaube ich, so etwa um die 65 Kilometer. Dort werde ich mich heute Abend mit einem ehemaligen Schulkumpel treffen, der mich auf den letzten zwei Touren begleiten wird. Da freue ich mich natürlich. Dementsprechend werden wir dann auch in Steinach, und die nächste Station wird Hallstatt bzw. Bad Geusern sein. Auch jeweils Unterkünfte oder so eine Miethütte eben buchen, weil er sein Zelt jetzt nicht mitnehmen wollte. Verständlicherweise. Soll sowieso sehr kalt werden, die Nächte auch. Gut, ja, also das ist der Plan. Jetzt wird erstmal gefrühstückt und dann wieder in die Pedale getreten. Bis dahin. So, das erste Ziel ist es heute, über den sogenannten Schoberpass zu kommen. Dazu muss man jetzt die ganze Zeit so eine große Landstraße fahren, auf der natürlich wieder gerast wird. Aus dem Blick ist es nicht allzu viel Verkehr. Dafür muss ich jetzt erstmal auf 870 Höhenmeter. Das ist immer so eine ganz leichte Steigung von 1-2%. Macht sich trotzdem bemerkbar, vor allem bei dem Gegenwind. Danach geht es dann erstmal wieder ein Stück runter und das war es dann eigentlich auch schon mit den großen Anstiegen für heute. Leichter Nieselregen ist ertragbar, motiviert jetzt nicht unbedingt, aber besser als dieser Dauerregen von gestern. Die heutige Strecke sollte sich glücklicherweise zum absoluten Kontrastprogramm der gestrigen Tour entwickeln. Musste ich anfangs noch über große Straßen und bei Regen fahren, sollte sich dies mit jedem Kilometer ändern. Ich folgte weiter dem Rastlandradweg, der mich an interessanten Orten entlang führte, und radelte auf größtenteils Kfz-freien Strecken. Den etwas martialisch klingenden Ort Reutemann verlassend, wechselte ich über eine spannende Gravelstrecke auf den Enzradweg. Mittlerweile hat es sogar aufgehört zu regnen. In der Nähe von Liezen bewunderte ich das Wolkenspiel an den Berghängen. An einigen Stellen spiegelte sich in den Regenpfützen sogar der blaue Himmel. Auf einmal fuhr ich auf einen der schönsten Abschnitte der letzten Tage.
Heute übernachten wir sehr dekadent. Ich sage wir, weil mein Kollege heute Abend noch anreisen wird. Und wir haben uns hier auf dem Campingplatz so eine Miethütte gemietet. Und da ist sogar ein Kochfeld drin und alles. Also ziemlicher Luxus. Daneben kann ich gleich mein Fahrrad parken. Und hier hinten ist ein größerer See, der sogenannte Putterer See. Ja, das war heute eine Tour, die ziemlich regnerisch begann. Später wurde es besser auf jeden Fall. Es waren mehr natürlichere Wege. Ich bin ja dann noch ab und zu mal von dem Enzradweg dann abgewichen und hatte dann auch so ein paar Single Trails gemacht. Ja, und dann hat sogar auf einmal der Regen aufgehört und die Sonne kam ein bisschen raus. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Jetzt ist gerade wunderbares Wetter, angenehmes Klima. Hoffentlich bleibt so. Ja, und nachher werde ich dann nochmal nach Steinach fahren und dort dann meinen Kumpel vom Bahnhof abholen und dann nochmal einkaufen fahren, Proviant auffrischen. Und dann geht's morgen weiter. Morgen geht's nämlich erstmal nach Hallstatt und dann steht schon die letzte Tour nach Salzburg an. Also es ist nicht mehr allzu viel. Hoffen wir, dass das Wetter einigermaßen mitspielt, dass wir uns auch über die Aussichten freuen können. Und ja, dann schauen wir mal, wie es wird. Wegen des guten Wetters entschied ich mich dazu, den Berg zwischen dem Putterer See und Steinach zu überqueren, anstatt am Fuße entlang zu fahren. Daran denken, dass die kommenden Tagestouren jetzt recht kurz werden sollten, konnte ich mich so noch mal ein wenig auspowern und vor allem endlich mal wieder ein Stück ohne Gepäck fahren. An gute oder schlechte Omen glaube ich eigentlich nicht, aber kaum stieg mein Kumpel Erik aus dem Zug aus, zogen erneut dichte Wolken auf. Dass er sich ausgerechnet die beiden regnerischsten Tage der ganzen Radreise zum Mitradeln ausgesucht hatte, war uns beiden in diesem Moment noch nicht klar. Im Schatten des fast schon bedrohlich wirkenden Berges Grimming, der seinen Namen alle Ehre machte, begannen wir am nächsten Morgen unsere gemeinsame Radtour. Wir befanden uns nun auf dem Salzkammergut-Radweg und hatten gleich zu Anfang einige Höhenmeter zu schrubben. Heute sind wir die absolute Attraktion hier in der Steiermark. Bei dir alle Skisprungschanze, möchte sich doch gerne anschauen. Trotz des Regens und einiger Landstraßen stand uns heute eine abenteuerliche und landschaftlich spektakuläre Tour bevor. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Nach diesem großartigen Wegabschnitt in Oberösterreich kamen wir nun in die Nähe des Hallstätter Sees und des gleichnamigen Dorfes, welches zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Hallstatt zählt nur 725 Einwohner, bekommt aber im Jahr etwa 1000-mal so viele Touristen zu Besuch. Vor allem unter Reisenden aus China gilt das malerische Dorf als beliebtes Reiseziel. Seit 2020 gelten in Hallstatt strenge Vorschriften für Reisebusse. Vorher fuhren an Spitzentagen über 100 Busse in die kleine Ortschaft. Neben Venedig ist dieser Ort ein Sinnbild für Overtourism. Ja, und auf einmal doch ein Video von mir. Ich und mein Kollege sind gerade in Hallstatt angekommen. Eine sehr bekannte Stadt in Österreich, die durchaus sehr schön ist, aber auch ein Sinnbild des Overtourism ist. Ja, wir sind jetzt hier reingefahren und bei meinen Kollegen hat sich gleich mal hinten der Reifen dazu entschieden, platt zu werden. Da ist jetzt die Luft raus. Jetzt suchen wir nach einem 15er Maulschlüssel. Den habe ich nicht zufällig dabei. Ja, ansonsten, die Strecke war heute sehr, sehr schön, aber genauso regnerisch, sind mehrfach durchnässt worden, sind aber wirklich teilweise tolle Wege gefahren und gerade als wir dann in Oberösterreich reingefahren sind. Ansonsten leider auch ein bisschen viel Landstraße und steile Anstiege, aber das gehört halt dazu. Ja, das Wetter könnte durchaus besser sein, aber ist nicht so schlimm. Dafür sind wir gewappnet, sind ja keine Weicheier und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen Hallstatt an und hoffen, dass wir das Hinterrad ausgebaut bekommen, um da den Schlauch zu wechseln. Und dann geht's weiter, wahrscheinlich mit der Fähre erstmal ein Stück und dann weiter bis nach Bad Geusern, was nicht mehr so weit weg ist. Und dort werden wir heute ein Youth Hostel beziehen und ja, uns auf die letzte Etappe morgen vorbereiten. Ja, und jetzt noch ein paar Impressionen von dem berühmten Hallstatt. Hier kann man sich original Hallstätter Luft kaufen, ob die nun gut ist oder nicht. Oben immer ein T-Shirt, das gibt ja noch Sinn, aber 10 Euro, 90. Wir wollten uns gar nicht vorstellen, welche Touristenmassen an einem sonnigen Sommertag die Straßen bevölkern würden. Aber ja, Hallstatt ist unglaublich schön und wir konnten diesmal nur einen Bruchteil davon erkunden, da uns noch der letzte Teil unserer Strecke bevorstand. Glücklicherweise konnte uns der Fährmann der nächsten etwas überfüllten Personenfähre über den See gerade so mitsamt unseren Rädern mitnehmen. Von dem hier befindlichen Bahnhof aus ging es für uns nun auf dem erlebnisreichen Salzkammergut-Radweg weiter. Umleitung sei Dank konnten wir leider nicht direkt am See entlang fahren, sondern mussten auf die vom Regen durchnässten Dorfstraßen ausweichen. Mittlerweile war es deutlich kälter geworden und als wir über uns die ersten schneeweißen Berghänge erblickten, konnte ich es kaum glauben, dass ich 3 Tage zuvor noch bei fast 30 Grad auf dem Fahrrad geschwitzt hatte. So, wir sind an unserem Ziel angekommen. Hier ist der Helm natürlich wieder runtergefallen. Da ist unser Hostel, es sieht schon merkwürdig aus. Hallstatt war auf jeden Fall sehr schön, aber der Regen hat uns jetzt fertig gemacht. Waren wir noch im Café drin, da hatte ich eine heiße Schokolade, da war die Kurtaxe schon mit drin. Jetzt haben wir hier gerade schnell im Bäcker noch ein Brot geholt, da war die Kurtaxe schon mit drin.
Ja, jetzt sind wir gespannt, ob wir jetzt in irgendeinem Zimmer mit vier anderen verrückten Leuten landen oder ob wir vielleicht Glück haben und ein eigenes Zimmer für uns haben werden, wo wir auch dann vielleicht unsere Sachen nochmal trocknen können und alles. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nasser Tag heute. Wir sind gut durch. Meine Kurbel ist immer mehr am Schlackern. Die muss morgen noch die letzte Etappe durchhalten, sonst gibt's Ärger. Genau, jetzt schauen wir mal nach, wie es aussieht und freuen uns, dass wir es geschafft haben erstmal. Gratis Internet. Nach einer erholsamen Nacht im Sechs-Bett-Zimmer, das wir uns mit einem Bolivianer und einem US-Amerikaner geteilt hatten, machten wir uns bereit für die letzte Tour. Entlang der Trauen fuhr es sich bei 6 Grad und Regen zunächst ganz gut. In ein Waldstück hinter der Ortschaft Laufen eröffnete sich im wahrsten Sinne des Wortes das erste Problem des Tages. Ja, nu? Straße weg. Naja, auch hier irgendwie so links da lang, ne? Und vielleicht da auf dem Weg hoch und dann da wieder runter. Abpacken habe ich so richtig viel Bock. Da vorne ist ein bisschen weniger steil, aber... Ja, und damit herzlich willkommen zum letzten Tag meiner Reise, beziehungsweise unserer Reise jetzt. Und gerade mal 7 Kilometer gefahren, schon wieder die erste Baustelle. Nicht irgendwie vorher bekannt gegeben, keine Umleitung eingerichtet. Also sollten Sie sich auch nicht ärgern, wenn wir trotzdem durchlatschen. Gut, jetzt geht es hoffentlich weiter, erstmal auf etwas abenteuerlichen Wege. Aber das wird schon. Oh Gott. Den Kurort Bad Ischl hinter uns zurücklassend, steuerten wir unser nächstes Ziel, den Wolfgangsee, an. Leider führte uns die teils etwas verwirrende Beschilderung über Landstraßen. Eigentlich wären wir viel lieber auf den Bammweg entlang der Trauen geradelt. Der Wolfgangsee bot trotz des Wetters ein traumhaftes Bild. Bei einer kurzen Pause beobachteten wir unerschrockene Windsurfende auf dem tobenden Wasser. So, das erste Ziel ist erreicht und der letzte Etappe heute. Wir sind jetzt genau am Wolfgangsee. Schöner Radweg hier nebenan. Top Wetter. Also besser könnte ich es mir heute nicht vorstellen. Ja, jetzt sind es noch ungefähr 35 Kilometer bis Salzburg. Das Wetter wird so bleiben, wie es ist. Und da freuen wir uns schon drauf. Zwinker. Nachher kommt noch eine kleine Bergetappe. Ja, aber ansonsten fühlt man schon auf jeden Fall das Ziel näher kommen. Am nordwestlichen Ende des Wolfgangsees liegt die hübsche Gemeinde St. Gilgen. Von hier aus müssen wir die einzige wirkliche Bergetappe des Tages bestehen. 250 Höhenmeter auf teils sehr steilen Wegen. Regen und immer mal mit so einem richtigen Schauer zwischendrin. Meine ganzen Geräte sind nass. Handy kann ich nicht mehr aufladen. Jo,
geiler Scheiß. Nach 5 Kilometern und einer Dreiviertelstunde Strampeln ging es schon wieder bergab. Auf einmal legte auch der Wind kräftig zu, sodass uns bei der Abfahrt die Kälte entgegenpeitschte. Willkommen in Fuschel am See, am Fuschelsee. Sehr schönes Dörfchen auf jeden Fall. Ich war hier schon mal, war auch auf dem Hausberg, den man hier sowieso nicht sieht. Da drüben, also nicht da, sondern ein Stück dahinter auf dem See, ist die Red Bull Zentrale, wo quasi der Hauptstandort von Red Bull ist. Hier kommt also dieses edle Gesüff her. Wetter wird immer schlechter. Es ist wirklich, also diese Abfahrt gerade eben war so schlimm. Also ich bin froh, dass es mal bergab ging, aber meine Presse. Ja, jetzt geht es gleich wieder ein bisschen bergauf. Und dann wollen wir letztendlich nochmal nach Salzburg runter, wird ja auch Zeit. Und dann setzen wir uns ein schönes Café, wärmen uns auf. Und dann schauen wir mal weiter. Der Red Bull Zentrale. Hätte ich jetzt eine Red Bull, dann würde ich bis Salzburg fliegen. Haben auch keine. Also wird weiter gestrampelt. Ab Pusche am See verließen wir die touristischen Radwege und folgten der Bundesstraße in Richtung Salzburg, welche auf ganzer Strecke von einem Radweg begleitet wird. Der Straßenlärm war ohrenbetäubend und einige Autofahrende haben wohl bei dem Wetter auch nicht damit gerechnet, auf Radfahrende Rücksicht nehmen zu müssen. Aber trotz aller Widrigkeiten kamen wir auf den glatten Asphalt schnell voran. Die Vorfreude auf das näher kommende Ziel, mein Salzburger Lieblingscafé und trockene Klamotten trieb uns an. Aber besonders freute ich mich darauf, Anne wiederzusehen, die spontan am Tag vorher in den Zug gestiegen und nach Salzburg gefahren war. Während sie gerade in der Therme schwamm, stürzten wir uns die letzte Abfahrt herunter und erreichten einige Kilometer später endlich, völlig durchgefroren und erleichtert, die Mozartstadt. Nach 1465 Kilometern hatte ich nun meine recht spontan gestaltete Radreise beendet. Von meiner Heimat Ilmenau aus über Bayern, durch Tirol, das erste Mal mit dem Rad über die Alpen, durch herrlichste Landschaften in Südtirol und entlang der wunderschönen Trau. Stimmungsvolle Momente bei meinem ersten Aufenthalt in Slowenien. Das facettenreiche, aber wahrlich grüne Herz Österreichs und einer der spannendsten Radwege, die ich jemals gefahren bin. Ich bedanke mich bei allen, die mich bis hierhin begleitet haben und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin und ciao, ciao!